An unserem neuen Standort im Schaudepot im Toni-Areal zeigen wir eine Überblicksausstellung über 100 Jahre Schweizer Design. Das ist die Produktkultur der Schweiz, Möbel, Objekte, einerseits ganz alltägliche Gebrauchsgegenstände, aber auch Design-Ikonen. Was wir brauchen, ist ein bequemes Bett, leichte, billige Stühle, einfache, kleine Schränke, am besten eingebaut, zweckmäßige Vorhänge, bewegliche Beleuchtung, da wo man sie braucht. Glatte Tische und kombinierbare Möbel. Die Stahlrohrmöbel aus den 1930er Jahren verkörpern eine typisch schweizerische Entwurfshaltung, weil sie innovativ auf internationale Entwicklungen reagieren, bescheiden bleiben im Auftritt und so aber auch international wieder ausstrahlen. Wir sehen hier eine Modellreihe mit Sitzschalen von Willy Gull. Er hat sich Ende 40er Jahre mit dem Sitzen beschäftigt und hat Prototypen hergestellt, die zu einem Kunststoffschalenstuhl geführt haben, der erste in Europa. Die Küche der Werkbundsiedlung Neubühl 1931 ist ein wunderbares Beispiel für die Optimierung einzelner Geräte. Sie ist aber noch erstaunlich weit weg von den Normküchen der 50er Jahre, wo alle Funktionen gleichsam eingesperrt werden in normierte Container. Das Museum für Gestaltung hat gleichzeitig zur Ausstellung ein Buch herausgebracht mit gleichnamigem Titel 100 Jahre Schweizer Design. Da kann man mehr über die Objekte, die ausgestellt sind, lesen, mehr erfahren, sich vertiefen und es ist gleichzeitig ein Katalog unserer Sammlung. Wie in der Ausstellung auch, enthält das Buch pro Jahrzehnt einige ganz wichtige Designobjekte, die eigentlich alle aus der Sammlung des Museums entstammen. Jeweils mit einer großen Aufnahme und einigen Hintergrundinformationen. Ein eigener Ausstellungsteil ist dem aktuellen Designgeschehen in der Schweiz gewidmet. Mit 100 Jahren ist nämlich die Schweizer Designgeschichte noch nicht abgeschlossen.